So, grüß euch miteinander zu Kaiserkommando. Jetzt spielen wir doch mal die erste Runden. Starten wir gleich mal. Hoffentlich haben wir ein bisschen gute Karten. Weil ich möchte da schon ein bisschen gute Pokémons haben. Naja, es geht. Es ist nicht so. Der ist okay, aber wir können da leider nichts machen. Wir haben keine Basis-Pokémons, oder? Doch, eins. Schauen wir mal, ob wir diesmal irgendwie gewinnen. Was können wir denn machen? Wir können einen Neustart gebrauchen. Cool. Ja, machen wir das dann mal. Dein Gegner hat kein Basis-Pokémon und muss sieben neue Karten ziehen. Möchtest du ein zusätzliches? Ja klar, will ich eins dann ziehen. Ist ja logisch. Wäre ja nur fair. Ach, der hat einen EP-Teiler. Okay, krass. So, was können wir denn machen? Kanten da mal an die drauf da, dann hauen wir das da rein. Dann, den kennt man nicht mehr. Wähle zwei Karten aus deinem Ablagestapel. Nee, ich will nix. Ach so, okay, dann haut. Ah ja. Naja, okay, das könnte da funktionieren. Uiuiui. Ich habe zwar das gleiche Pack in Original, also in echt, aber naja, ich habe mich da noch nicht so mit den Karten auseinandergesetzt. Was haben wir denn da? Ah, der ist Rückerstattkosten. Durchsuche den Deck bis zu zwei Pokémon zeigen. Was kann man da machen? Nimm mal den da. Ich brauche ja irgendwelche, die Wilderei da kommen. Kann man da wen leveln? Leveln wir den mal. Ich mach den da mal. So, was haben wir da für. Wähle ein Pokémon aus, das du angreifen möchtest. Ja, der Schlurpi. Den Schlurpi will ich angreifen. Okay. Trainerkarte, was hat er da? Dusselgur, Navitaub. Aber ich glaube, der hat sehr gute Karten. Der levelt jetzt. Okay, hat nicht funktioniert. Ah, wir können ja den leveln. Wir nehmen mal Energy mit. Wähle ein Pokémon an, das die Energy. Ja, dann machen wir den da. Das möchte ich nicht. Ziehe zwei Karten während dieses Attacke deine Pokémon. Warte mal. Da kann man nur was ziehen. Wir könnten den dann nur leveln. Ja, den will ich angreifen. Der wohl leider unbesiegbar ist. Ach, da braucht man vier. Da brauche ich dann nur fünf eigentlich. Ausfall. Sehr schlecht. Zack. Was kann man mit dem machen? Nix. Kann ich. Ach, das kann man reinlegen. Okay, dann nehmen wir lieber nur Energy-Karte mit. Machen das so. Dann haben wir. Ja, ich konnte leider jetzt nicht wechseln. Nein. Ja, ich muss das jetzt riskieren. Weil ich hab sonst nichts, was perfekt wäre. 80. Jawoll. Nimm mal die da. Die gibt's normal eigentlich in Glitzer, soweit ich weiß.
fliegen. Na, ich hoffe, dass ich den pack. Aber es könnte schon sein. Ziehe drei Karten. Machen wir da drei Karten ziehen. Da leveln wir den da. Ah, oh, der hat abgewehrt. Uiui. Gar nicht gut. 40. Du bist am Zug. Dann mache ich da noch eine Reihe. Hey, der wehrt immer ab. Was hat denn der da? Fliegen. Klappt nicht, okay. Dann, dann mal da eine Reihe. Jawoll. Der war ja easy. Ah, wir können das Sander machen. Wenn ich jetzt da noch, wie viel braucht er? Drei, dann muss ich da ungefähr vier rein da. Dann habe ich noch mal Reserve-Pokémon. Ich denke, wir schaffen da die Runde. 100 Prosi. Wenn man den nämlich rein tut, den Sander dann levelt, dann kommen wir nämlich da. Das ist immer. Weil der hat nämlich Schmetterer. Ach, der schläft jetzt. Wie niedlich. Lol, der hat voll Schlurpi schon wieder. Der wird mir jetzt so hitten, hundertprozentig. Bin mir da sicher. Und? Ja, er ist weg. Er hat kein Relaxo mehr. Der ist ziemlich gut, dieser Schneemann. Na, ich hau den Schneemann da noch rein. Was haben wir da noch? Zieh so lange Karten, bis du sechs auf deiner Hand hast. Ja, das machen wir einmal. Dann normalerweise kann man doch den da leveln. Yippie. Und tschüss. Der war ja, den habe ich total gehittet. Vielleicht kriege ich sogar 5 Sterne oder so. Schauen wir mal. Okay, der braucht 2. War ja schlecht. Was haben wir denn da? Würfel, Münze? Na, lege 2 Karten aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel, wenn du das machst. Ja, dann muss man wieder mischen. Warte mal, stopp. Man kann ja den da hoch da. Ey, was soll das? Und tschüss. Der ist eh gleich besiegt. Den habe ich auf jeden Fall safe. Der ist safe weg. Der kann jetzt eh nichts mehr machen, normalerweise. Zack, zack. Und dann machen wir es so. Jetzt haben wir da noch eine Reihe, wenn es klappt. Dann bin ich eigentlich echt safe. Okay. Da wollte ich noch eine reinhauen. Was kann man mit dem machen? Den kann man jetzt leveln. Dann könnte man da nochmal so machen. Dann kriege ich eine Bonuskarte. Dann muss er weg sein, oder? So, letzte Karte gewonnen. Und wie viele Sterne? Ja, das erste Mal 4 Sterne. Richtig geil. Tägliche Herausforderung. Den haben wir richtig fett gegeben. Also ohne Scheiß. Level up. Jawollo.
Oh, wir kriegen sogar irgendwelche Packs, oder? Die müssen wir jetzt noch öffnen. Was haben wir hier? Sammlung. Booster Packs. Die öffne ich jetzt. Und auf die schönen Pokémon Boosters. Und. Jawohl. Der ist eigentlich auch cool. Der Snowball, den mag ich zwar lieber, die Vorentwicklung, aber naja. Da machen wir einmal auf. Zack. Und? Was kriegen wir? Oh, alles neu. Ja, lässt sie sehen. 110 Giftattacke geht. 160 ist auch okay. So, und dann haben wir da irgendwo noch dieses Statistik, oder? War das Statistik? Na, täglich war's. Herausforderung. Was haben wir denn da abgeschlossen? Ah. Ah, okay, cool. Das ist komplett. Mache 5 gegnerische Pokémon mit deinem Wasser-Pokémon kampfunfähig. Gut, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns einmal im nächsten Video und bis dann, ciao.